Hier hat man über die Ausländer lesen, hier auch, hier sowieso. Und zur späten Stunde hat man sogar noch über sie berichtet. Die Ausländer sind wieder voll im Munde und das gibt für mich einen Anlass, auf die Strasse zu gehen und die Schweizer dazu zu befragen, wie sie wirklich über die Ausländer denken und umgekehrt. Ich habe früher noch mit den Ausländern geschafft, aber ich allein. Wir haben viel zu viele Ausländer in der Schweiz. Also ich finde vor allem ältere Leute, Ausländer, sind offener als die Schweizer. Ältere. Bei den Jungen stelle ich jetzt einen Unterschied fest. Nein. Alle rauskicken? Ja. Ich bin auch Ausländer. Aber es gibt Ausländer, sehr gute Ausländer. Well. Haben Sie ausländische Kollegen? Ja, ganz viel. Ja. Alle. Okay. Merkt ihr da einen Unterschied zwischen einheimischen und ausländischen Kollegen? Nein, eigentlich nicht, nein. Was schätzen Sie von der schweizerischen Kultur? Okay, das klingt jetzt komisch, weil viele würden das irgendwie ein bisschen, also empfinden es nicht so. Aber ich finde eigentlich, dass sie sehr offen sind. Ich muss jetzt böse werden, oder wie? Welche Schweizer Kultur? Du lebst in deinem Land, du müsstest es eigentlich wissen. Die einzige Kultur, die ich kenne in der Schweiz, ist Arbeiten. Ich mag die nicht. Also ich mag nicht so Ausländer. Also, das ist nicht so mein Ding. Warum nicht? Wieso ist das nicht dein Ding? Gibt es einen Grund? Hast du mal schlechte Erfahrungen gemacht mit denen? Ja, also, nein, eigentlich nicht. Also, so, wenn ich so in der Langen Erlen mit dem Velo rumfahre, dann sehe ich immer so die Nordafrikaner. So, und die machen immer Probleme. Und so, meine Mutter arbeitet bei der Polizei und die erzählt auch so die ganze Zeit, die Afrikaner und so, no problem, ja, darum. Also man liest ja immer wieder mal, hey, schau die Albaner oder schau das Serb oder... Nö. Also meine beste Kollegin ist Serbin und ich glaube, sie hat noch keinen Scheiß gemacht bis jetzt. Sehe, ich bin Lehrer gesehen. jetzt haben sie mir viel zu erzählen. Doch. Was ist da der Unterschied zwischen Schweizer und ausländischen Schülern und Schülerinnen gesehen? Kein Unterschied. Kein Unterschied? Nein. So soll ein Unterschied sein? Ich weiss nicht, ich frage sie. Nein. Wo kommen denn die Vorteile oder wieso? Wieso? Ja, es geht halt darum, dass es viele Kriminelle gibt, die halt auch Ausländer sind, aber das überhaupt nicht so ist. Sind wir mal ehrlich, wenn jemand kommt mit einem Kopftuch, ist natürlich schon irgendwo vielleicht ein bisschen eine Grenze. Man will ja tolerant sein, aber sind wir ehrlich, irgendwo hat man dann schon seine... Aber ganz gut. Es geht um Ausländer. So. In Bezug auf die Schweiz. Was Schweizer so denken über Ausländer? Ja, ich bin ja schon 50 Jahre hier. Ich kenne euch doch alle durch und durch. Durch und durch? Jeden ausprobiert? Jeden. Also schön. Merci vielmals.